Sportschau am 27. Spieltag, meine Damen und Herren. Heute ist viel geboten. Aufstiegskampf, unter anderem mit dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth, aber auch tiefer Abstiegskampf mit Hannover 96, Osnabrück und Darmstadt 98. Viel geboten in der Sportschau, bleiben Sie dran. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zur Sportschau am 27. Spieltag. Wir haben heute viel vor uns und wir blicken als erstes zu einem Abstiegskandidaten und das ist Darmstadt 98 und die empfingen am heutigen Nachmittag den 1. FC St. Pauli. Der Tabellen 14. gegen den Tabellen 8. und trotzdem liegt zwischen beiden nur 5 mickrige Punkte Differenz. Sascha Neurohr gegen Matthias Rutebeck. Der 1. FC St. Pauli könnte heute mit der Niederlage sich nochmal ordentlich nach unten umgucken müssen, wenn Darmstadt 3 Punkte heute holen sollte. Und ja, Darmstadt ist, denke ich, klar die Devise. Wir brauchen 3 Punkte, um da unten rauszukommen. Und ob die Darmstädter das geschafft haben, sagt Ihnen vor Ort Jonas Tiedemann. Der 27. Spieltag stand vor der Tür. Es war der Abstiegsklassiker Darmstadt gegen Pauli. Darmstadt musste gewinnen. Wir gehen rein in die 10. Minute und dann fiel auch schon das 1:0 für die Mannschaft von Sascha Neururer. Nach schöner Vorarbeit von Osegovic mit einem Doppelpass mit Erich Berko ist es dann Erich Berko, der dem im Tor unterbringt. Robin Himmelmann im Kasten der Paulianer mit keiner Möglichkeit einzugreifen. Wir gehen in die 17. Minute, erneut Berko im Fokus im Doppelpass mit Manu und der macht dann das 2:0. Wieder sieht Pauli mit ihrem Trainer Mathis Rutemeier hinten in der Defensive nicht gut aus. Man muss sich fragen, kann das hier noch schlimmer enden? Nach 18 Minuten führt der Tabellen 14. mit 2:0 und rückt damit bis auf 2 Punkte ran. An den Stand jetzt Tabellen 8. Pauli zuletzt ja nur 3 Punkte aus 5 Spielen, deutlich zu wenig. Das ist dann aber in der 19. Minute mal der FC St. Pauli gewesen mit Waldemar Sobota. Wir gehen in die 42. Minute. Berko setzt sich gegen alle durch und schiebt ein zum 3:0. Erneut wird hinten im Tor Robin Himmelmann alleine gelassen. Und man fragt sich, was macht Mathis Rutemeier eigentlich defensiv? Findet er nicht statt. Dann die 56. Minute. Erneut ein Solo von Berko. Und dann ist es so Segovic, der auf Höhe des Elfmeterpunkts steht und zum 4:0 einschiebt. Mittlerweile wird es nur noch bitter. Pauli muss aufpassen, dass sie hier nicht komplett unter die Räder geraten. Aber dann sollte noch der Aussetzer kommen. In der 72. Minute wird Osegovic im Strafraum weggegrätscht, der dann auch mit dem Elfmeter zum 5:0. Es wird immer bitterer für alle, die es mit dem FC St. Pauli halten. Mathis Rutemeier steht völlig neben sich. Es ist damit de facto die 4. Niederlage im 6. Spiel. Und dann war es in der 75. noch einmal Pauli mit Diamantakos aber deutlich am Tor vorbei. Und um das halbe Dutzend voll zu machen, fiel in 90 plus 3 nach Ablauf der Nachspielzeit mit dem Schlusspfiff das 6:0 durch Marvin Mehelem. Der aufgelegte Ball von Osegovic. Damit 6:0, das halbe Dutzend ist voll. Pauli muss sich fragen, was sie tun. Sie gucken immer weiter Richtung Abstieg. Darmstadt kann sich etwas Luft verschaffen. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich und gebe damit zurück ins Studio zu Luca Goki. Was eine torreiche Partie, die wir da in Darmstadt erlebt haben. 6:0 gewinnen die Lilien gegen den 1. FC St. Pauli. Und damit muss das Team von Matthias Rutemeier auf jeden Fall nochmal nach unten blicken. Wir schauen zur nächsten Abstiegsbegegnung und da heißt es heute VfL Osnabrück gegen Hannover 96. Der Tabellen 12. gegen den Tabellen 18. Theodor Süß gegen Daniel Korf und beide Mannschaften trennen erneut nur 5 Punkte. Da sieht man, wie wichtig auch in dieser Partie 3 Punkte sind und klar, die Devise bei beiden ist gleich. Sie wollen aus dem Abstiegskampf raus. Osnabrück mit 3 Punkten, da brauchen wir nicht drüber reden. Die weisen eine relativ solide Form auf. 9 Punkte gab es aus den letzten 5 Spielen. Da ist Hannover 96 nicht ganz so gut unterwegs. Tabellen 18. Die brauchen die 3 Punkte ganz, ganz dringend und wollen die rote Fackel am letzten Tabellenplatz abgeben. Ob sie das geschafft haben, das sagt ihnen vor Ort Ben Kaiser. Ja, der Abstiegskampf, der ist noch auf jeden Fall in Osnabrück, aber genauso wie in Hannover. Die Hannoveraner haben es gerade noch ein bisschen dicker wie die Osnabrücker. Aktuell 18. Tabellenplatz, wie schon bereits erwähnt. Springen wir in die erste Aktion
von Osnabrück. Das war ein super Angriff und ein super Tor, was Theodor Süß da schießen konnte. Und dann stand es direkt 1-0 nach knapp 14 Minuten. Das war ein Schlag. Er ist jetzt von Hannover, weil man braucht die Punkte, um unten rauszukommen. Mit einem Dreier könnte man vorzeitig bis auf den 15. Platz erstmal springen, wenn die Konkurrenten Punkte liegen lassen. Weitere Spiele haben wir ja heute noch oder gegebenenfalls morgen in der Sonntagskonferenz. Weiter ging es und Hannover fand die Antwort knappe 5 Minuten später über Bakalorz mit dem 1-1. Der Kapitän übernahm dort die Rolle des Torschützens und konnte ausgleichen. Spiel sehr umstritten in den ersten Minuten. Theodor Süß hatte ein bisschen mehr den Druck gezeigt und direkt nach dem Anschluss ging es direkt weiter. Ganz schneller Angriff über Aydini, über rechts. Und da haben die Hannoveraner wenig gemacht und das wurde bestraft. Direkt nach dem eigenen Tor kriegt man eins eingeschenkt. Das ist nicht sehr gut und das zeigt auch ein bisschen, wie es aktuell so steht. Defensiv ist es sehr schwach auf jeden Fall. Nächste Aktion ging wieder an die Osnabrücker. Sehen wir wieder einen Abwehrfehler von den Hannoveranern. Und es wurde nicht genutzt. Erstmal geklärt von Julian Korb bzw. Robert Zieler. Doch weiterhin eigentlich nur die Osnabrücker auch im zweiten Durchgang. Doch die Hannoveraner wollten zeigen, und das ist Dominik Kaiser, der Ex-Leipziger. Und Osnabrück wollte natürlich vorzeitig ein 3-1 machen, um hier noch etwas sicherer zu werden. Und das hat man geschafft. Es sah abseitsverdächtig aus. Aber Alvarez erzielte das 3-1 in der 67. Minute. Und dann war es schon so ein bisschen dicke, weil es hieß eine bittere Zeit für Daniel Korff, wo man aktuell aus den letzten 4 Spielen gerade mal einen Punkt mitnehmen konnte. Und das macht das jetzt auch nicht besser. Theodor Süß aus den letzten 5 Spielen insgesamt mit 9 Punkten. Eine ganz gute Statistik. Hannover wollte nochmal zurückkommen. Doch mit dem Schuss klappte das erstmal nicht. Bisschen zu genau wollte er den haben. Und der ging dann ja, einen guten Meter am Tor vorbei. Weiter ging es Heide auf Seiten Osnabrücker. Legte nochmal rüber. Doch das war nicht die beste Idee. Mit dem schwachen Fuß muss er es machen. Und den kann er nicht im Tor unterbringen. Doch ist er, das war es noch nicht von den Osnabrückern. Letzte Spielminute, Schmidt und das 4-1. Es war einfach ein Albtraum für die Hannoveraner gegen einen fast direkten Konkurrenten. Man ist ja nur 5 Punkte getrennt gewesen an diesem Spieltag. Und so war es das Ende von diesem Spiel. Osnabrück kickte Hannover 4-1 aus dem eigenen Stadion weg. Und das ist auf jeden Fall eine nicht gute Leistung von Daniel Korff. Man muss den Kopf oben halten, man muss vielleicht jetzt noch mehr Punkte holen. Theodor Süß kann jetzt erstmal ein bisschen beruhigen, aber er ist immer noch mittendrin im Abstiegskampf. Nur 1-2 Spieltage, die vielleicht mal nicht so laufen und man ist direkt wieder unten dabei. Und das war's von mir aus Osnabrück. Ich gebe zurück wieder ins Studio zu Luca Gucki. Wieder eine torreiche Partie, die wir in der Sportschau erlebt haben. 4-1 gewinnt der VfL Osnabrück am Ende und Hannover 96 muss weiterhin auf dem 18. Tabellenplatz überwintern. Wir schauen nun in die obere Tabellenhälfte und da empfing der 1. FC Nürnberg Erzgebirge Aue. Die Gäste mit Nick Eragon auf dem 7. Tabellenplatz sind im sicheren Mittelfeld, können nicht mal unten reinrutschen, aber auch nach oben hin wird da vermutlich nicht mehr viel passieren. Deswegen blicken wir vor allen Dingen natürlich auf den 1. FC Nürnberg und da geht's um den Aufstieg. Das läuft bisher ganz gut, die letzten 5 Spiele konnten alle gewonnen werden mit Finn Hoffmann auf der Trainerbank. Allerdings hat gestern der Tabellendritte gewonnen, der VfB Stuttgart, und ist aber punktgleich gezogen. Sprich, man braucht heute wieder dringend 3 Punkte, um den alten Vorsprung wiederherzustellen und ob die Nürnberger das geschafft haben. Das sagt Ihnen vor Ort Theodor Süß. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, aus dem Rudolf-Habig-Stadion. Hier empfängt der Tabellenzweite, der 1. FC Nürnberg, den Tabellensiebten Erzgebirge Aue. Das Team von Finn Hoffmann empfängt das Team von Nick Eragon. Aue in den weißen Trikots von links nach rechts. Ja, nach unten wird nichts mehr gehen, aber nach oben eben auch nicht. Deswegen kann man natürlich befreit aufspielen und sie zeigen, wie man das kann. 5 Minuten gespielt und es steht 1-0 für Aue Baumgart. Der Mann mit der Nummer 8 kann das erste Tor in dieser Partie erzielen. Und das ist natürlich
ganz, ganz stark herausgespielt. Also ein perfekt vorgetragener Konter links auf der Außen. Kann man durchbrechen. Nazarov macht alles richtig, legt den Ball in den Rückraum und da steht eben ein Baumgart und der macht den natürlich. Ja, Erzgebirge Aue. Überraschend dominant könnte man sagen und das zeichnet sich durch die weitere Partie und es ist Hochscheid, der den Nürnbergern Aufstiegsträumen den nächsten Dämpfer verpasst. 2-0 für die Gäste aus dem Erzgebirge. Yannick Eragon macht in dieser Partie bisher wirklich alles richtig und Hochscheid trifft dann auch noch, wie es ein Stürmer eben tun muss. Aber Nürnberg ist ja nicht ohne Grundtabellenzweiter mit der besten Offensive. Und hier zeigt Virgil Misichan, Nürnberg ist auch noch da und Nürnberg kann auch mitspielen. Das ist ein sehr, sehr starker Konter. Besser kann man das eigentlich nicht ausspielen. Schleusner macht das alles richtig, zieht die Verteidiger auf sich und legt den Ball dann perfekt rüber auf Virgil Misichan. Aber wir sind schon in der zweiten Hälfte, als Aue wieder ganz, ganz stark aus der Kabine kommt. Es ist diesmal Nazarov, der Topstürmer des FC Erzgebirge Aue und Nick Eragon kann sich so langsam aber sicher auf 3 Punkte einstellen. Und das ist hier natürlich ein bisschen Glück. 2 Spieler wollen den Ball grätschen. Einer schafft es. Der Ball springt dann perfekt zu Nazarov und er trifft ihn perfekt. Aber Nürnberg muss aufmachen und das nutzt eben ein Jan Hochscheid. 4-1 für den FC Erzgebirge Aue. Ja, man kann zu Nick Eragon sagen, was man will. Der Start als Trainer beim FC Erzgebirge Aue war nicht einfach. Man hat viele Niederlagen in der Bewerberliga kassiert, aber hier zeigt er, dass er der Richtige für den Job ist. Aber Nürnberg meldet sich dann doch noch einmal selber zurück. In der 72. Minute ist es Topstürmer Schleusner, der das 2-4 markieren kann, den Anschlusstreffer, der allerdings am Ende nichts mehr an den 3 Punkten für den FC Erzgebirge Aue ändert. Nürnberg ja mit einem großen Dämpfer im Aufstiegsrennen und ja, der Sieg von Aue, der Sieg von Nick Eragon ist ein großes Ausrufezeichen an den Rest der Liga und man kann zufrieden sein mit der Leistung, die man heute gezeigt hat, denn die war wirklich bärenstark und diese 3 Punkte, die, ja, die sind auch bärenstark und die sind mehr als verdient. FC Erzgebirge Aue schlägt Nürnberg mit 2-4. Die Nürnberger können also keine Punkte im Aufstiegsrennen sammeln und das kommt natürlich dem VfB Stuttgart zugute. Die werden sich freuen und sind damit punktgleich. Wir schauen auf die nächste Partie und da bleiben wir im Aufstiegsrennen und da gehen wir nach Dresden, denn die empfangen Greuther Fürth. Die Dresdner haben eigentlich eine ähnliche Situation wie Erzgebirge Aue. Nach unten hin wird da auf jeden Fall nichts mehr passieren, aber nach oben hin ist es auch sehr schwer, nochmal angreifen zu können. Das Team von Raphael Hamburg und die Fürther, ja, die wollen natürlich aufsteigen. Auf Tabellenplatz 4 befinden sie sich aktuell, aber weisen eine schwache Formkurve auf. Aus den letzten 5 Spielen gab es nur 3 Punkte, ein Sieg am vergangenen Spieltag. Und heute braucht man dringend 3 Punkte. Der Tabellendritte, der VfB Stuttgart, wie wir heute schon öfter gehört haben, hat gestern Abend gewonnen. Und Nürnberg hat Punkte liegen lassen. Also, gute Möglichkeit für Fürth, heute mal wieder anzugreifen mit 3 Punkten. Das wäre wichtig. Man muss einfach gewinnen, um heute die Aufstiegsträume zu wahren. Ob sie das geschafft haben, das sagt Ihnen vor Ort Matthias Crash. Danke, Luca. Und wie du gerade eben gesagt hast, es sind 2 Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte. Und sie spielten es auch. Es war ein extrem hitziges Spiel und sehr ausgeglichen, was in der 20. Minute begann. Stefaniak auf die Spitze zu Hörgotta, aber Prohl im Tor der Dresdner konnte die mit Leichtigkeit anfangen. Im Gegenzug mal die Gastgeber mit der Chance, aber Burchardt fängt den Ball. Genau wie Prohl vorhin. Kurz vor Ende der ersten Hälfte dieser Freistoß, aber der Torhüter von Greuther Fürth ist da. Und wir springen rein in die zweite Hälfte. Und sie beginnt auch hitzig. Green mit der Großchance. Und in der 75. Minute war es soweit das erste Tor dieses Tages von Horvath. Spitzer Winkel, aber das macht den Dresdner nichts aus. Klasse, wie er den Ball einnetzt und zur Dresdner Führung. Und ein Sieg würde für Dynamo Dresden bedeuten, man könnte an Wiesbaden, falls sie morgen gegen Stuttgart verlieren, vorbeiziehen. Aber Fürth, sie wollten den Punkt. Das ist eine tolle Flanke und das ist Kate Ruel an die Latte. Riesenchance zum Ausgleich. Und die Dresdner sollten noch eine Chance bekommen. Wir sind in der Nachspielzeit. Tolles Konterspiel.
Der Dresdner Ball als erstes abgefangen, aber dann machen sie schnell Husbauer und Donio mit dem tollen Kombinationsspiel. Und Donio macht den Deckel drauf. 2-0 für die Dresdner. Fürth kämpft und hatte mit Caterwell die Chance zum Ausgleich. Aber Raphael Hamburg macht in seinem Heimdebüt alles klar und die Dresdner werden diese 3 Punkte holen. Und danach ist auch Abpfiff. Dresden gewinnt zu Hause gegen Greuther Fürth, die Platz 4 sind, das Spiel. Ihr Kommentator aus Dresden, Matthias Crash. Vielen Dank, Matthias, und damit haben wir ein weiteres Aufstiegsteam, das Punkte lässt. Wir blicken jetzt zum letzten und da blicken wir nach ganz, ganz oben, nämlich an die Tabellenspitze und da steht Arminia Bielefeld. Und die waren heute zu Gast beim Hamburger SV. Und für den HSV gilt das gleiche wie für den Hamburger Konkurrenten von St. Pauli. Man muss nochmal aufpassen, dass man nicht zu tief in den Abstiegskampf rutscht. Deswegen bräuchte man heute am besten 3 Punkte gegen Arminia Bielefeld. Und die Bielefelder kommen mit 9 Punkten aus den letzten 5 Spielen nach Hamburg, aber haben heute die Möglichkeit, den Vorsprung auf den direkten Verfolger, den 1. FC Nürnberg, auf 9 Punkte aufzubauen. Denn wie wir vorhin gesehen haben bei Nürnberg gegen Aue, der Club hat verloren. Und damit die große Möglichkeit für das Team von Timo Neuse, den Vorsprung aufzubauen. Ob sie das geschafft haben, sagt ihnen vor Ort im Volksparkstadion Luca Gurki. Der Spieltag, herzlich willkommen aus dem Volksparkstadion zum Spiel des Tabellenführers. Der HSV empfängt Arminia Bielefeld. Und die Gastgeber sollten den besseren Start erwischen. Sonny Kittel hat viel Platz, allerdings der Abschluss zu unplatziert. 5. Spielminute und dann auch mal der Tabellenführer. Prietl auf Hartl, das ist gut gespielt. Der Abschluss, Heuer Fernandes und im Nachsetzen Hartl. Hans Aluminium. Und dann der Total-Blackout von Behrendt. Erst der Fehlpass und dann hält er ordentlich drauf auf Sonny Kittel und das hat den Strafstoß zufolge. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung vom Unparteiischen. Der HSV, das Team von Lukas Ramey, hat zuletzt 2 Niederlagen einstecken müssen. Und auch bei den Gästen, die heute in Rot spielen, bei dem Team von Timo Neuse, sieht es nicht besser aus. Nur 1 Sieg aus den letzten 3 Spielen. Und jetzt für den HSV die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Aaron Hunt. Und die linke Ecke ist die richtige Entscheidung. Ab ins schwarz-weiß-blaue Glück. Das Team von Timo Neuse könnte den Tabellenvorsprung heute auf 9 Punkte ausbauen, weil Nürnberg, wie wir vorhin gesehen haben, ihr Spiel verloren hat. Allerdings saß nach einer halben Stunde nicht danach aus. Und das wussten die Bielefelder und dann fingen sie an. Starke Kombination, Jabo auf Vogelsammer und das ist ein richtig satter Abschluss zum Ausgleich. Die Bielefelder, das Team von Timo Neuse reagiert perfekt auf den Elfmeterpfiff und den damit verbundenen Hamburger Führungstreffer. Der Aufstieg ist fest eingeplant bei Bielefeld. Heute könnte man einen großen Schritt in die Richtung machen. Allerdings sah das defensiv nicht perfekt aus. Bei den Gästen hinterseher ist durch und er lässt sich die Chance nicht nehmen. 38. Minute, die Heimmannschaft führt wieder. Beide Mannschaften versteckten sich hier nicht. Beide wollten es wissen. Und beide ließen Chancen zu. Und bisher nutzt der HSV diese besser. Und so sollte es weitergehen. Wir machen einen Sprung in die 2. Halbzeit. Aaron Hunt legt ihn rüber auf Hinterseher. Und den kann man eigentlich schon mal machen. Die Chance zum 3:1. Aber dann wieder der HSV. Ball in die Mitte. Kittel und auf der Linie. Hartherz hält Bielefeld im Spiel. Und das war ein Weckruf für den Tabellenführer. Hartl, Jabo. Mit dem guten Ball allerdings war das eine Abseitsposition. Aber es dauerte nicht lange. Der gute Ball in die Schnittstelle Seufert. Und dann Vogelsammer im Nachsetzen zum Ausgleich. Doppelpack vom Bielefelder Angreifer. Dann stand es 2:2. Und dann war das Volksparkstadion leise. Nur der Gästeblock, der jubelte ausgelassen. Wichtiges Tor für das Team von Timo Neuse, die natürlich was gegen die Formschwankungen tun wollen. Und das geht heute nur mit 3 Punkten. Allerdings kam dann wieder das Team von Lukas Ramey. Über die Außen, der Ball in die Mitte und dann Sonny Kittel. Und wieder die Führung des HSV.
die Antworten auf den Ausgleich. Sonny Gitte macht der Gyro setzt sich da über die Außen einfach perfekt durch. Und dann ist natürlich kein Problem, den mehr in die Mitte zu legen. Aber wir haben noch eine Möglichkeit. 90. Minute. Vogelsammer legt in den Rückraum auf. Prietl abgeblockt. Dann Zuko mit dem starken Dribbling. Und dann war es passiert. Der späte Ausgleich der Bielefelder. So wichtig für den Tabellenführer. Allerdings dann wieder Behrendt, der heute keine gute Partie machte. Mit dem Fehlpass und dann nahm das Spektakel seinen Lauf. Hinterseher, Ortega, dann Duziak an den Pfosten und Hinterseher. Und dann stand es 4:3 in der 94. Minute und damit war klar, der HSV kann nach zwei Niederlagen mal wieder gewinnen. Und Bielefeld bleibt mit 6 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Sie können den Fehler von Nürnberg nicht ausnutzen. Der Tabellenführer kassiert die nächste Niederlage und bleibt damit mit nur einem Sieg aus den letzten 4 Spielen an der Tabellenspitze. Die Spannung bleibt, der HSV gewinnt mit 4:3 gegen Arminia Bielefeld. Was ein Spektakel, das wir da in Hamburg erlebt haben. Also auch der Tabellenführer schafft es nicht, 3 bzw. wenigstens 1 Punkt mitzunehmen aus Hamburg. Und damit blicken wir jetzt einmal auf die Ergebnisse des 27. Spieltags, die wir bisher haben. Gestern im Topspiel haben wir gesehen, Holstein Kiel verliert knapp mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart. Und heute in der Sportschau sahen wir den Sieg von Darmstadt 98 gegen St. Pauli mit 6:0. Osnabrück gewinnt 4:1 gegen Hannover 96. Nürnberg verliert gegen Erzgebirge Aue mit 2:4. Dresden gewinnt gegen Greuther Fürth mit 2:0. Und der HSV, wie eben gesehen, kann 3 Punkte gegen Bielefeld in Form eines 4:3 klar machen. Was für Auswirkungen hat das auf die Tabelle? Wir blicken auf die erste Hälfte. Bielefeld weiterhin Tabellenführer mit 6 Punkten Vorsprung, so wie wir es gewohnt sind. Hatten ja die Möglichkeit auf 9 Punkte, haben sie nicht genutzt. Nürnberg hat verloren, damit bei 57 Punkten stehen geblieben. Der VfB Stuttgart hat gewonnen, zieht punktgleich mit Nürnberg. Wir sehen es hier. Und Fürth verloren, bleibt bei 50 Punkten und hat damit 7 Punkte jetzt auf den Relegationsplatz. Das wird hart für das Team von Jan Bramborski, die noch aufzuholen. Dahinter Dresden, Aue, Wien, Wiesbaden und der HSV mit 34. Abschließend der VfL Osnabrück springt auf die erste Tabellenhälfte 32 Punkte. Wir blicken auf die untere und da beginnen wir mit dem ersten FC St. Pauli, ebenfalls 32 Punkte, gefolgt von Jahn Regensburg und Darmstadt 98. Kiel rutscht ab auf den 13. Tabellenplatz, gefolgt vom Karlsruher SC mit 28 Punkten. Dann kurz vorm Relegationsplatz der 1. FC Heidenheim mit 27 Punkten. Auf dem Relegationsplatz haben wir dann Sandhausen und die beiden letzten heißen weiterhin Bochum und Hannover 96. Aber nicht zu vergessen, morgen in der Konferenz sehen wir noch die Spiele von Heidenheim, Sandhausen, Bochum und Karlsruhe. Also die 4 Mannschaften, 14. bis 17. morgen noch in der Konferenz. Und darauf schauen wir jetzt nochmal. Hier sehen wir mal die Spiele. Und zwar können wir uns morgen freuen auf Sandhausen gegen Regensburg. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Partie der Tabellen 16. gegen den Tabellen 10. Dann Heidenheim gegen Wien Wiesbaden, der Tabellen 15. der zu Hause den Tabellen 5. empfängt. Und der Karlsruher SC, der Tabellen 13. gegen den Tabellen 17. Also morgen purer Abstiegskampf in der Konferenz. Schalten Sie auf jeden Fall morgen ein, denn da wird es ebenfalls sehr, sehr spannend. Ansonsten noch einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen.